Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute unsere Morgenroutine vorstellen, wie das normalerweise bei uns von Montag bis Freitag abläuft und was es für Änderungen am Wochenende gibt, das erzähle ich euch auch. Ich habe das große Glück, dass Svea eine Langschläferin und sie schläft mindestens bis 9 Uhr, manchmal sogar bis 10 oder halb 11. Dadurch habe ich frühmorgens ganz, ganz viel Zeit für Vince und auch für mich selber. Frühmorgens helfe ich als erstes Vince im Badezimmer und bei diesem Wetter gibt es auch immer eine Sonnencreme. Wir benutzen gerade die 50 Plus von Daylong. Danach habe ich Zeit für mich. Ich muss unbedingt Augentropfen verwenden wegen meinem Heuschnupfen, auch eine Sonnencreme und meine getönte Tagespflege. Danach gibt es Frühstück. Von Montag bis Freitag frühstücke ich allein und am Wochenende natürlich mit Manu und Vince zusammen. Hier packe ich gerade alles für Vince für den Kindergarten zusammen. Er braucht nur etwas für nachmittags. Alle anderen Mahlzeiten bekommt er zum Glück im Kindergarten. Am Wochenende ist nach dem Frühstück Zeit, um sich ganz in Ruhe nochmal mit Vince zu beschäftigen. Dann suchen wir ganz bewusst Aktivitäten aus, bei denen Svea nicht dabei sein kann, wie hier mit der Murmelbahn zu spielen. Und ich kümmere mich täglich frühmorgens um das Reinigen und Auskochen von Sveas Fläschchen. Wenn Svea dann wach geworden ist, geht es mit ihr zusammen auf den Wickeltisch. Sie liebt es, früh morgens ein wenig nackig zu liegen. Und ich nutze diese Zeit, in der sie halt einfach ein bisschen auf dem Wickeltisch rumliegt und schminke mich nebenbei. Und auch für Svea gibt es natürlich ein wenig Sonnencreme bei dem Wetter. Als letztes bekommt unsere Schlafmütze ihr Frühstück. Ich hoffe, unsere morgendliche Routine hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und mir ein Abo dalasst. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!